So, meine Freunde, hello, hello. Es ist gerade 17.55 Uhr, ja, 5 Minuten bevor Majestic RP Server öffnet. Und ich muss euch mal gerade was zeigen, ja. Ich warte natürlich auch, dass der Server endlich aufmacht und dass wir da alle drauf joinen können, dass wir da Videos aufnehmen, bla, bla, bla. Ja, ich muss ja auch irgendwie meinen Content produzieren, aber ich muss euch eine Sache zeigen, das ist heftig. Also das habe ich nicht mal damals bei der Eröffnung eines anderen Servers erlebt. Ich zeige euch das mal gerade. Also das ist wirklich heftig, heftig. Majestic RP Server, ja, der Server ist noch nicht offen. Der ist noch nicht offen. Die Leute spielen noch nicht. Hat 2900 in der Queue. Nur in der Queue. Das ist heftig. Also fast 3000 Leute, die einfach nur darauf warten, dass der Server aufgeht, damit die spielen können. Und ich glaube, die 4000 Slots werden heute voll. Das wird so geisteskrank voll sein auf dem Server. Aber wir warten jetzt einfach nochmal 5 Minuten ab. Und dann probiere ich irgendwie auch auf den Server zu kommen, weil ich kann leider nicht die Queue bypassen. Junge, jetzt sind das schon über 3000 Leute. Übertreibt halt. Das ist unmenschlich viel. Irgendwann später. Also wir sind jetzt ziemlich genau eine Minute vor der Servereröffnung und es sind 3500 Spieler in der Queue. Das ist so, so geisteskrank. Das wird so safe laggen. Junge, Junge, ey. So, 18 Uhr. Ich joine jetzt. Ich hoffe, ich komme rein. Das wäre schon... Schmackofatz. Connection has been closed. Oh, Junge, nein. Nix gut, diese. Absolut nix gut. 3500 Spieler. Ich sehe da kein Problem. Warum wird die Connection closed, hä? Connection has been closed. Zweiter Versuch schon, hä? Später. Komm schon, loading server resources. Na los, bitte. Oh, finish ein handshake. Oh, oh. Ah. Sehe ich das gerade richtig? Ich habe mir gerade mühevoll einen Account erstellt, nur um dann zu sehen, dass ich Platz 2177 bin. Na, ich würde sagen, es ist Zeit für eine Shisha, hä? So eine Scheiße, Mann. Zwei Stunden später. Ching chong, ching chong, ching chong, ching chong. Dong ching, zhong ching, si 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 zhong ching. Jawohl, Junge. Oh, 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 oh. Oh, okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, hallo. Hallo, was geht ab? Das ist ja wie ein Server-Raid auf 5M-Servern. Holy shit. Holy moly, Junge. Junge, diese... Was ist das? Oha. Das Geile ist ja, das ist nicht ein Einreisepunkt. Es gibt ja 3, 4 verschiedene Einreisepunkte, wo die Leute verteilt werden. Das heißt, überall auf der Map sieht das so aus. Boah, geisteskrank. 3500 Leute online. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, doch, es ist ein bisschen am Laggen. Naja, bei 3500 Leuten ist das eigentlich auch keine Überraschung. Boah, ey, ich mach zuerst meinen Führerschein, ja. Ja, ja, ja. Ich mach zuerst meinen Führerschein, damit das schon mal erledigt wurde. Erstmal Führerschein. Ich wollte instinktiv einfach wegen der ganzen 5M-Thematik erstmal zum Würfelpark fahren. Das kann ich mir aber sowas von abschminken. Boah, das ist ja schlimm. Überall Moped-Fahrer, die durch die Weltgeschichte laggen. Boah, aufhören, bitte. Zu viele Spieler. Ich glaube, die haben nicht mit so einem Ansturm gerechnet auf den Server. Weil auf den ganzen russischen Servern läuft das ja auch lag-free mit 2.000 bis 3.000 Spielern oder sogar weitaus über 3.000 Spieler. Ah, die waren wohl etwas unterdimensioniert für den Start. Aber gut, wer hat damit gerechnet, ja? Ja, ich bin wohl nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, seinen Führerschein heute zu machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Digga. Führerschein wird gemacht. Einmal nach oben. Aber zackig. Ich glaube, hier der Raum war das. Nee. Ah ja. Oh, endlich kurz Ruhe. Einmal fix den Führerschein und dann geht's weiter. Genau. Standen. Wie, ich hab versagt. Ich hab mir nur die Nase geputzt, Junge. Bruh. Wie, ich hab versagt. Ich hab nicht genug Geld. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab gefailt und jetzt habe ich kein Geld mehr, um meinen Führerschein zu machen. Oh. Entschuldigung, hallo? Hört mich jemand? Hallo, hört mich jemand? Hallo, 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 hallo. Hören Sie mich? Hallo, hallo. Brauch Kohle. Ich hab mein Geld verbrast. Ich brauch 2500 Dollar. Kann mir jemand 2500 Dollar geben? Ich hab mein Geld verbrast. Hallo. Ich hab mein Geld verloren. Ich brauch dringend Kohle. Hallo. Irgendwann. Also der Server ist definitiv überlastet. Ich muss hier irgendwie wegkommen. Ich bin stuck vor der Fahrschule. Ich muss doch irgendwas machen können, um hier wegzukommen. Ich laufe bestimmt nicht in die Stadt. Ich werde nicht nochmal eine Stunde Zeit verballern, um in die Stadt zu laufen. Zu Fuß. Ein paar Sekunden später. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es. Hey, hey, du da, Entschuldigung. Hallo, hallo, hallo. Hey. Hallo, hallo, hallo. Oh. Nein. Hä? Für einen kurzen Moment dachte ich, gerettet zu sein. Falsch gedacht.
Oh, gerettet, gerettet, ich bin gerettet. Top, jetzt kann ich mich endlich mit den anderen Rollerfahrern durch die Weltgeschichte leggen. Yahoo. Wo haben die alle schon so geile Karren her, Junge? Der Server ist seit, weiß ich nicht, 1,5 Stunden online. Was soll das? Wo haben die alle schon so viele Karren her? Okay. Ah ja, zum Glück ist die Bank auch gar nicht überrannt oder so. Oh Mann. Der Voice Chat hat irgendwie auch schon versagt. Der Voice Chat ist halt irgendwie weg. Ich nehme alles zurück, der Voice-Chat funktioniert. Ja, damit hat sich das Konto eröffnen auch erledigt. Wunderbar. Kann man irgendwo Geld verdienen? Steinbrucharbeiter. Nee, warte, es gibt auch hier irgendwo einen Fleischereijob. Das weiß ich ganz genau. Müllmann. Perfekt, Müllmann. Ich will Müllmann werden. Bitte. Ich muss irgendwie nur $2,500 verdienen, damit ich halt, meinen Führerschein machen kann. Warum zur Hölle ist mein Moped aus? Ist halt nicht meins, ne? Deswegen kann ich es nicht starten, aber... Nun gut, dann laufe ich halt den Rest zu Fuß. Aller Anfang ist schwer, meine Kinder. Hallo, hallo, ey. Junger Mann, hallo, hallo. Ich benötige einen Pass und eine CDBLB-Lizenz. Super. Ich habe weder das eine noch das andere. Toll. Hallo, hallo. Hört mich jemand? Hallo? Jungs, ich brauche Kohle. Ich brauche Geld. Könnt ihr mir bitte Geld geben? Nur ein bisschen. Nicht viel. Ich brauche $1,500. $1,500 nur. Okay, top, top. Dankeschön. Es fehlen noch 500. $500. Hey. $20 noch. 20. Habt ihr noch ein bisschen? Oh, danke schön. Ihr seid meine Lebensretter, ja? Das werde ich euch nie vergessen. Kauf den Keks mal. Nein, ich kaufe mir jetzt einen überteuerten Führerschein, zu dem ich wieder laufen muss. Oh Gott, ich muss wieder eine halbe Stunde laufen. Ja, nur. Ja. Und wenn ich die ganze Nacht durchspielen muss, um irgendein gescheites Video machen zu können, werde ich das tun. Das Ding ist halt, was ich eigentlich gerade erklären wollte, dass mein PR-Manager, mit dem ich sprechen muss, mir eben gesagt hat, mach lieber morgen das Video oder übermorgen. Es laggt aktuell zu hart. Die Devs sind wohl alle super busy und haben keine Zeit und versuchen irgendwie die Lags in den Griff zu kriegen. Und deswegen kriege ich halt keine Coins und kein Ingame-Cash. Und ja, bin halt jetzt heute, zumindest für den heutigen Abend, erstmal auf mich allein gestellt, was das Ganze sehr schwierig macht, um ehrlich zu sein. Ja, das ist ganz schön doof. Es leckt nicht mehr. Es leckt nicht mehr. Es leckt nicht mehr. Die haben die Lags in den Griff bekommen. Ey, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hörst du mich? Oh mein Gott. Bisschen Abstand. Die haben die Lags in den Griff bekommen, gerade wo ich darüber erzähle. Abstand, ich will nicht geschlagen werden. Gerade wo ich darüber rede, haben die es in den Griff bekommen. Ich fass es nicht. Ey, 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 Rotschopf, warte mal. Ja. Ey, du hörst mich, ne? Ja, ja. Ja, top, warte, bitte, bitte. Bitte, nein, wenn du mich schlägst, kannst du mein Auto klauen. Ich hab keins. Nein, ich klau nichts. Chill doch mal. Ich hab das A, du Loser. Chill jetzt. Sorry, Bro. Sorry, sorry. Ich brauch das. Ich brauch das ganz dringend. Hä, was? Als ob gerade jetzt in dem Moment, wo ich darüber rede, haben die Lags gefixt. Hä? Was für ein Zufall. Geil. Aber warte, das heißt, der Voice-Chat funktioniert jetzt auch wieder. Oh nein. Hallo, wie geht's euch? Und mein Spiel ist gecrashed. Wenn ich mich jetzt nochmal anmelden muss und ich stecke jetzt wieder in einer Queue von 2000 Leuten, dann haben wir aber ein Problem. Dann haben wir aber ein richtig, richtig großes Problem. Bitte nicht nochmal Queue, bitte. Die haben gerade die Performance in den Griff bekommen. Nicht jetzt. Ich heule, wirklich. Wenn ich nochmal in der Queue stecke, mach das nicht mit mir. Mach das nicht. Bitte nicht. 2 Stunden später. Und wieder ein paar tausend Plätze weiter. Es hat sich absolut nichts verändert. Immerhin kann ich jetzt meinen Führerschein machen. So, volle Konzentration, keine Nase mehr putzen und den Punkten folgen. Yahoo, bestanden. Hey, Homie, 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 Homie. So, ich küsse du nicht. Hey, das sagt man nicht, hör auf damit. Komm, nimm mich mit. Nimm mich mit. Na, hol dir dein eigenes Moped. Ich hab kein Geld. Nimm mich mit. Ja, wir genauso wenig. Ey, kannst du mal aufhören zu schreien? Nimm mich mal mit. Gib mir mal ein Moped oder so. Komm. Na, komm mit mir, komm mit mir. Wohin willst du? Gib gar. Oh, Junge, steck ein, steck ein, steck ein, steck ein, steck ein. Ihr seid alles Anfänger. Alles ich steck ein. Blutige Anfänger. Ja, ich fahr wohin? Ja, ich muss Geld verdienen. Was ist denn so der profitabelste Job, weißt du das? Nee. Okay, warte kurz. Ich bin gerade eingereist. Ja, ja, ich weiß. Warte, warte. Was ist denn so hier aus der Liste interessant? Worry, Fischerei, Farmer, LKW-Fahrer, Bergmann. Bergmann? Ich will Bergmann werden. Siehst du das? Da oben, 3 Kilometer fast, ja? Fahr mal dahin. Ja. Später. Ah, hier könnte ihre Werbung sein. Alter, was zur Hölle ist das denn? Genau hier wollte ich eigentlich arbeiten gehen, aber danke fürs Mitnehmen. Ja, reicht schon. Junge, was ist denn hier los? Ich meine, okay, die wollen auch alle arbeiten und Geld verdienen, ne? Aber was ist das denn? Die haben hier einfach ein riesiges Bergwerk reingemappt. Hä, was ist das?
Wie geil, Junge. Wie geil ist das denn? Das ist ja richtig sexy. Ich möchte bei Ihnen arbeiten. Zieh dich um und fang an zu arbeiten. Gut. Geh zum Kontrollpunkt und beginne mit dem Abbau von Erzen. Okay. Arbeit vom Bausteller, jeden Tag. Hä? Sogar Minecarts, die sich bewegen? Also das ist schon cool. Das ist neu und das ist cool. Gefällt mir, der ganze Kram hier. Es gibt sogar Aufzüge? Labakein. Wow, wow, wow. Labakein. Die fahren mit Aufzügen hier hoch und runter. Fährt der jetzt hoch oder nicht? Muss ich hier irgendwie was drücken? Ah ja, ich muss drücken. Wie geil. Hallo. Ey, Digga, geh doch mal weg, Digga. Ey, beruhig dich. Ich hab nur einen Aufzug gedrückt. Ja. Digga, was ist denn mit dir? Na, ich wollte doch nur runterarbeiten, auf zu heulen jetzt. Ja. Junge, Junge, alle hart am Arbeiten in Bergwerk, ja? Gute Dame, kann ich Ihnen die Schubkarre abnehmen vielleicht? Nee, danke, alles gut. Doch, doch, ich bestehe darauf. Sie müssen sich doch nicht totarbeiten. Nein, nein, alles gut, das schaffe ich auch so. Ja, okay, egal, lassen wir die Dame in Ruhe. Es ist geil. Also das hier ist wirklich advanced und das gefällt mir sehr. Das habe ich auf dem polnischen Server noch nicht gesehen. Bumm. Ach, ich muss sogar klicken dafür, okay. Je schneller du klickst, desto schneller baust du ab. Was? Es ist wie Minecraft. Geil. Ich hoffe, man wird reglich entlohnt für diese körperlich anstrengende Arbeit. Jetzt habe ich eine Schubkarre, okay. Nimm das abgebaute Erz zum Haufen, alles klar. Dann nehme ich doch den Aufzug, hä? Ich gehe doch nicht den ganzen Weg freiwillig alleine hoch. So, Aufzug rufen. Geht nicht? Hallo? Nein, 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 nein! So, und dann bitte nach oben. Ah, Entschuldigung, Aufzug ist schon voll, ja? Tut mir leid. Aufzug ist voll, sorry. Tschüss. Aber das ist das, wovon ich immer geredet habe. Jobs, wo du wirklich was tun musst, um Geld zu verdienen. Und nicht einfach nur auf einer Stelle stehen, E drücken und sammle 1000 Trauben. Verkaufe 1000 Trauben. Sammle Golderz. Geh zum Golderzverarbeiter. Ihr wisst, was ich meine, was halt gefühlt jeder Dreckserver hat. Das hier ist geil. Erz gießen. Bumm. $130 verdient. Wo sind diese $130 jetzt? Gehalt bekommen. Okay, Geld abholen. Sehr cool. Da die Admins heute alle irgendwie sehr beschäftigt und busy sind und mir leider nicht helfen können, ich mir daher auch kein Geld irgendwie ercheaten, gaunern kann, ihr wisst, was ich meine, muss ich halt heute irgendwie selber für mein Geld arbeiten gehen und das werde ich dann wohl jetzt auch tun. Harte Arbeit für Geld. Mal gucken, wie viel Kohle ich in einer Stunde scheffeln kann. Wir haben jetzt 21.03 Uhr. Bis 22.03 Uhr werde ich in diesem Bergwerk arbeiten und gucken, wie viel Kohle ich verdienen kann. Genau. Oh, sorry, Entschuldigung. Sorry, Aufzug ist voll, ja? Entschuldigung. Tschüss. Ah, das Aufzug-Feature-Ding ist einfach geil. Ein funktionierender Aufzug. So behindert bist du, Junge. Guck, was du gemacht hast, du Opfer, Alter. Okay, dann benutze ich den Aufzug einfach nicht mehr. Oh, der hat ein bisschen zu viel gearbeitet. Der hat sich quasi tot gearbeitet. Passiert, ne? Passiert. Ein paar Sekunden später. Sie müssen sich doch nicht totarbeiten. Nein, nein, alles gut. Das schaffe ich auch so. Warum ist die Frau jetzt auf einmal tot, hä? Eben lag hier der Typ tot und jetzt ist die Frau auf einmal tot. Hat sich wohl auch tot gearbeitet, die Alte. Eben hat sich hier ein Typ tot gearbeitet. Jetzt hat sich die Frau tot gearbeitet. Ja, vielleicht ist die gestorben. Ja, also verstorben ist die nicht nur vielleicht, sondern definitiv. Verhungert. Ach ja, stimmt. Man hat ja Hunger und Durst. Oh, oh, wow. Ich habe Durst und Hunger. Okay, okay, okay. Ich muss meine Arbeit kurz unterbrechen. Ich muss was essen und trinken. Ey, Kollege. Was willst du? Kannst du mich kurz mitnehmen, bitte? Geht nicht. Hab zu tun. Geht nicht. Hab zu tun. Ach so, der Shop ist ja genau um die Ecke. Oh. Die Tankstelle ist direkt um die Ecke. Ich Vollidiot, Junge. Oh, nee. Ja, erstmal schön einen Snack ziehen, ein paar Zigaretten, ne? Junge, wie teuer. Hä? Ich muss irgendwie 3 Minuten arbeiten für eine Cola. Nicht mal für eine Cola-Dose. Wie teuer. Oha. Das ist total unverhältnismäßig, Junge. Ein Glas Kaffee, ja, das sieht mir nicht aus wie ein Glas. Ich bin mein ganzes Gehalt definitiv los. Guck mal, der hat sich auch tot gearbeitet. Oh, noch ein Burger, bitte. Und noch eine Cola-Dose, bitte. Noch eine Cola-Dose und noch ein Burger. Und noch ein Burger. Noch eine Cola-Dose. Und das war's dann auch mit meinem ganzen Geld. Jetzt bin ich zwar mein ganzes Geld los, aber jetzt habe ich wenigstens etwas Proviant, um arbeiten zu können. Es ist wie im echten Leben. Du arbeitest, um zu leben und du lebst, um zu arbeiten. Und es gleicht sich wahrscheinlich auf null aus. Ich muss noch 45 Minuten weiterarbeiten. Und das werde ich jetzt auch tun. In diesem Hallo. Absoluten Chaos. Ist ja echt schrecklich hier. Nico Gomez wird zum Gewinner der Lotterie und erhält einen Preis von $640.000. Fick dich, Nico Gomez. Später. So, eine Stunde
Stunde später und wir haben ganze, na warte, ich muss mein letztes Gehalt noch holen, $3,500 erwirtschaftet. Lohnt sich das? Ich weiß nicht. Eine Stunde Arbeit für eine Waffe im Waffenladen? Weiß ich jetzt nicht, ob das der beste Job ist. Wir haben zwar noch nicht das Upgrade hier gekauft, ne? Ich weiß nicht, wie viel man dann verdienen kann in einer Stunde, aber naja, ich glaube, besonders profitabel ist das hier nicht. Ich möchte kündigen. Auf nach draußen in die große, weite Welt von Los Santos, genau. Denn ich habe mir gerade über OOC-Kontakte ein Taxi bestellt. Irgendwo hier ist ein Taxi mit ganz speziellen Leuten. Hey. Ja, hallo. Hast du gut gearbeitet hier? Hä? Ja, ich habe in einer Stunde ganze $3,500 erwirtschaftet. Ey, ich war gerade bei dieser Fraktion. Lass mal weg. Wir fahren jetzt. Hey, Lennox, mein guter Kumpel. Komm, lass mal Langwaffe rüberwachsen. Oder ein paar Scheine. Digga, ich habe auch schon Waffe bekommen, man kann nicht benutzen. Wie? Warum? Du brauchst Waffenschein oder du musst Stufe 2 sein? Wir sind keins davon. Nimm uns mit. Nimm uns hier weg. Ja. Oh, guck mal hier. Oha, oha. Wer seid ihr? Oha, wollt ihr Stress anfangen? Wir wollen keinen Stress, nein. Ich whip hier gleich 3 Panzer aus meinem Kofferraum. Das ist Apollo 11, Digga. Ah, ich bin jetzt LCN-Mitglied, hallo. Ey, komm mal mit. Soll ich einfach mit Messer in die Masse rein? Machst du das? Soll ich einfach die Masse rein? Ja, mach. Keine Eier. Was stichst du hier? Das war nur Probe. Ich geh wieder. Ich wollte nur gucken, ob die spitze Gegenstände dabei habt. Die sind auf dem falschen Server. Die spielen hier nicht auf Immortal oder so, wo die direkt an Tag 1 Stress anfangen. Komm, steig ein. Das ist offen und der Motor läuft. Selber schuld daran. Ey, chill. Entschuldigung, ich müsste hier einmal rein. Darf ich schon vorbei, bitte? Ich will nur einparken, hey. Hallo. Alter. Ich will einparken, lass mal. Das ist ja jetzt schon echt uncool, ne? Also. Junge, das Auto hat zu wenig Speed. Warum sind hier Menschen wie eine Mauer? Das hat zu wenig. Menschen sind hier wie Mauern. Ist das so? Wirklich? Warte, ich mach nochmal. Ihr seid hier nicht willkommen. Ey, wir müssen das jetzt eigentlich ausnutzen. Wollen wir mal an den Anfang fahren? Immer mit F7 resetten. Was meinst du, wie viele wir hier mitnehmen können mit? VDM-Rekord wird heute aufgestellt. Ah, warte, wir müssen noch tanken vorher. Warte, lass mal tanken. Nein! Hä? Nein! Ich habe das Auto aufgetankt und jetzt ist der Motor aus. Oh mein Gott, Bro. Junge. Komm, Tyrone. Digga, du fort. Ey, du, oha, was geht hier ab? Ah, das ist gar nichts. Das war viel schlimmer vorhin. Guck mal, was wir jetzt machen. Wir kaufen so ein... Oh! Wir mieten uns jetzt auch ein Auto und dann klatschen wir die ganzen Moped-Fahrer, die hier neu einreisen, weg. Ah. Nein, guck mal. Nein, du musst... Ich muss zuerst voll tanken. Der ist fast leer, die Karre. Mann, ich tank schnell, ja? Oh, warte, den können wir mitnehmen. Oh. So, da wir jetzt voll getankt sind, können wir noch ein bisschen VDM-Action machen, würde ich sagen, oder? Okay. Oh. Oh, noch mehr fliegen. Oh. Ey, die ist aus unserer Fraktion. Oh, blöd. Sorry. Entschuldigung. Es hört nicht auf, ne? Uns verfolgt, Digga. Es ist wie ein Minispiel. Es hört nicht auf. Ey, Digga, wenn da 3000 Leute auf dem Server sind. Guck mal, die kommen wirklich ununterbrochen. Wie so ein Mobile-Game, ne? Jetzt so ein 4, 3, 5. Lauf nicht so cool. Oh, es geht wieder los. Zweite Runde. Traubensaft. Ey, du Beckenrandschwimmer. Ey, du Mandarin mit Schale-Esser. Okay, vielleicht sollten wir mal was anderes machen. Warum? Ich hab Spaß. Wie kann dir das so Spaß machen, Digga? Ich weiß nicht, das ist wie so ein Minispiel. Du bist ein Psychopath. Das ist voll befriedigend, wenn du so gegen die klatschst und die Ragdolls dann einfach wegfetzen. Das ist für mich voll das befriedigende Gefühl. Okay. Ah! Ah, oh, der ist voll vom Weg abgekommen wegen dir. Ja, was bist du für ein Troll? Sei mal leise. Ey, wie schnell ist dieser Müllwagen? Ist so, der ist übel schnell. Seit wann kann ein Müllwagen 140 km/h fahren, Junge? Ey, ihr könnt hier nicht fahren, oder was? Digga, bitte nerv jemand anderen. Danke. Hä, was bist du für ein komischer Rabauke hier? Digga, bitte verpiss dich einfach. Wie kannst du mich so nett drum bitten, mich zu beleidigen danach? Komm. Guck dich mal an, Digga, du siehst aus wie so ein... Troll, piss dich. Der sticht den ab. Keiner wirft den Müll weg in meiner Gegend. Der lebt aber noch, oder? Ja, der rennt aber um sein Leben. Guck mal, wie der rennt mit seinem Müllsack. Jungs, geht mal weiter Müll verteilen jetzt. Reicht doch mit euch. Ja, geh mal weiter Müll verteilen, Digga. Ja, musst dir wieder auf die Schnauze hauen. Ja, komm her. Fick dich, Digga, fick dich. So, willst du auch noch? Komm raus, Junge, willst du auch noch einen Stich?
Oder hast du jetzt Angst? Ja, komm, f*** dich, Digga. Wirklich, ganz ehrlich, Alter. Was seid denn für fucking Much-Leute? Nö, ich sitz ganz gut in meinem Auto. Der hat den mit dem Müllsack K.O. geprügelt, Junge. Aber ich glaube, der hatte einfach kein Leben mehr. Deswegen ist er umgekippt. Na, und jetzt piss dich, Junge. So ein Weichei, weißt du? Allein ist sie wieder schwach, in Gruppe wieder groß. Ja, hör doch auf zu heulen. Heul dich aus. Wirklich, heul dich aus, Junge. Geh heulen. Geh heulen, Junge. Geh heulen. Helf doch deinem Freund, Digga. Nee, ich bleib da jetzt dran. Auch wenn der Müllwagen 10-mal stärker ist als mein kleines Mini-Auto. Ey, pass auf, wo du hinfährst. Was für pass auf, wo du hinfährst? Digga, sonst steche ich dich gleich auch noch raus, ja? Wie gesagt, wie kann man so hobbylos sein? Sei mal ehrlich, ich kannte den gar nicht. Der ist einfach eingestiegen. Was machst du denn? Junge, block mich doch nicht. Ich glaube, du darfst da nicht parken, das ist verboten. Oder wo parke ich denn? Sag mir doch bitte, wo ich parke. Ja, mitten auf der Straße, das ist verboten. Fahr bitte weg. Geh den Leuten mal nicht auf den Sack hier. Oh, toll, jetzt ist mein Auto kaputt, super. Was? Ja, ist mein Auto zerstört, dankeschön. Ah, was geht, Dicker? Ah, jetzt heißt was geht, Dicker. Komm, lass mit deinem Auto hinterherfahren. Mach auf die Schüssel. Okay. Steig ein. Ach, egal, danke. Ich weiß halt nur leider nicht, wo der Müllmann jetzt hingefahren ist. Super. Ah, da, nee. Oder? Nein. Verdammt, wo ist der Müll-Otto jetzt hingefahren? Na, er hat mein Auto despawned. Ich meine, er hat sein Auto despawned. Berkuli tot, Auto weg, fast tot, kein Geld auf der Bank. Ja, freut euch auf Folge 2, wo wir uns rächen werden. An allen Müllmännern für diese Schandtat.